Was ist das denn? Nein, Chaos? Nein, Bruder, bitte nicht, bitte nicht Chaos. Ich kann spielen. Meine Karre sieht irgendwie nicht schön aus. Oh, ich fahre an der Decke. Ich bin an der Decke gefahren gerade. Du bist auf der Suche nach einer vertrauenswürdigen Seite, wo du dir günstige Rocket League Autos und Items kaufen kannst? Dann schaue jetzt bei meinem Partner rl.exchange vorbei. Schnelle Lieferung und viele Zahlungsmethoden. Den Link findest du unten in der Videobeschreibung. Mit meinem Code Reapers sparst du noch 3% auf deinen Einkauf. Creator Code bei ReapersYT. Einfach in den Shop eintragen. Alle 14 Tage neu eintragen. Vielen lieben Dank an jeden, der mich supportet. Peace, Freunde. Was geht ab? Ich bin bei Reapers und ich begrüße dich ganz herzlich hier zu einem neuen freshen Rocket League Video hier auf meinem Kanal. Freunde, im heutigen Rocket League Video reagiere ich mit dir zusammen auf das erste Rocket League Video von ConCrafter oder auch LaserLuca genannt. LaserLuca hat mittlerweile 4,4 Millionen Abonnenten, das ist echt unfassbar in Deutschland. Und sein erstes Rocket League Video kam am 10.09.2015 online, also quasi kurz nach dem offiziellen Release von Rocket League, was echt krass ist. Hätte ich nicht gedacht. Ich hätte auch gedacht, dass LaserLuca vielleicht so wie Monte oder auch Paluten eine Kooperation mit Epic Games macht. Aber er hat das Spiel tatsächlich freiwillig, ohne Geld dafür zu bekommen, 2015 schon gespielt. Das Video hat 1 Million Aufrufe und heißt, okay, Rocket League. Lass auf jeden Fall jetzt mal einen Like auf meinem Video da und natürlich nochmal auf dem Video von hier LaserLuca, ist natürlich unten in der Beschreibung verlinkt. Ja, ich würde mich aber an der Stelle auf meinem Video über die 1000 Likes freuen. Dann gibt es die nächste Folge und dann reagiere ich wieder bei jemandem auf die erste Rocket League Runde. Ihr habt euch ja zum einen auch Maxify nochmal gewünscht, ich soll ja unbedingt auf Maxify reagieren. Da wird es auch nochmal ein Video zu geben, deshalb lasst mal ein Like da und schreibt mir gerne mal Vorschläge in die Kommentare, worauf ich nochmal reagieren soll. Vielleicht irgendwie YouTuber oder so, die Rocket League jemals gemacht haben, gerade machen oder so, soll ich mal auf die reagieren? Dann schreibt die mir unten in die Kommentare und ich würde sagen, lasst ein kostenloses Abo da. Wir legen direkt los. Ich habe übelste Augenringe, glaube ich, aber jalla Abfahrt. Hallo, mein Name ist Luca und wir spielen heute. Wie er da einfach noch aussah, ne? Mittlerweile sieht er, glaube ich, ein bisschen anders aus. Hey, Lutz, das ist ja was ganz Neues. Wir suchen einfach mal nach einem Einzelduell. Wow, okay. Wir sehen, Rocket League war natürlich 2015 noch komplett anders. Ich habe übrigens heute mal die Facecam auf die rechte Seite gepackt, weil Luca eben seine Facecam auch oben links zu dem Zeitpunkt hatte. Und dann, ihr wollt natürlich auch Luca sehen, ist ja klar. Auf jeden Fall sehen wir, das Menü ist zum einen hier oben rechts, ja, da hatten wir gerade gesehen, wenn wir nochmal kurz hier zurückgehen. Einzelduell, da seht ihr schon meine tolle Karte. Noch ein bisschen. Da seht ihr schon meine... Wir suchen einfach mal. Da sehen wir gerade das Menü. Das war alles noch nicht so geil aufgebaut wie mittlerweile, ne? Also alle auch noch nicht so cool designt. Alles noch ein bisschen merkwürdig. Rank gab es natürlich damals auch schon. Hatte da irgendwie so ein ganz komisches Zeichen daneben. Also alles noch sehr minimalistisch und sehr, ja, eigentlich klassisch Design, würde ich einfach mal so sagen. Und er spielt hier, ich weiß gar nicht, wie das Auto heißt, gibt es auf jeden Fall immer noch. Ich weiß nicht, wie der heißt, schreibt es gerne mal in die Kommentare. Aber er spielt hier auf jeden Fall mit so einem Auto, was jetzt nicht unbedingt jeder spielt. Aber ich glaube, das war damals ein Auto, was viele gespielt haben zum Anfang. Also, ja, ich bin sehr gespannt. Er ist aktuell hier Level 9, also noch Anfänger. Ja, er hat schon ein bisschen gezockt. Deshalb ist es quasi nicht seine richtige erste Runde, aber sein erstes Video und somit erste Runde auf YouTube. Mal nach einem Einzelduell, da seht ihr schon meine tolle Karre. Ich habe einen Piratenhut auf. Wer das Spiel nicht kennt, es ist quasi wie, ja. Wie heißt das nochmal? Gibt's keinen Vergleich. Oder doch TV Total, Auto. Ja, wie diese Pro7 genau. Event-Teil, bla, mit Stefan Raab, wo die alle mit so riesen ja. Sehe ich gerade. Das Ziel ist es, dass ich die anderen, dass ich den Ball ins andere Tor schieße. Und ich spiele jetzt gegen Sepp80. Boah, wenn ich über diese wirklich Dinger diese hier fahre, Map, ne? Und, okay. Wir sehen genauso wie bei Monte oder auch bei Paluten, die Kameraeinstellungen sind katastrophal. Bitte tu mir den Gefallen, falls du mit Rocket League anfängst, ja? Oder gerade noch am Anfang stehst. Ändere sofort deine Kameraeinstellungen. Ich habe auch ein Video dazu gemacht. Ja, ändere die sofort ab. Du wirst sofort merken, okay, du spielst viel, viel besser. Denn so zu spielen ist wirklich krampfhaft. Und so macht Rocket League, finde ich, auch keinen Spaß. Ich weiß gar nicht, die Map, ne, ist auch so OG, wirklich. Die ist so wild. Er zockt aber auch direkt Rank, ne? Krass. Oh mein Gott, die Sounds auch. Digga. Und damals wurden die Punkte immer noch dauerhaft angezeigt. Ja, mittlerweile komm, muss man das komm, einstellen. Komm, mach ihn rein. Nein, oh no, alles klar, Kollege. Ich wäre dir eigentlich ganz verbunden, wenn du den jetzt nicht reinmachen würdest. 1:0.
Egal, Freunde, das Spiel geht 4,5 Minuten noch. Das können wir auf jeden Fall locker regeln. Da einfach. Wer klingelt denn jetzt bei mir, Mann? Jonas, wer ist das? What the fuck? Mitten in der Runde? Geht man doch nicht zur Tür. Alter, als ob er den Ball nicht reinmacht. Yo, was ist denn los mit ihm, als ob er den Ball nicht reingemacht hat? Ist er denn behindert? Komm, Luca, komm. Ja, mach ihn rein. Nein, was? Das ist doch gemein, wie scheiße ich bin. Jeder ach so gute Rocket League-Spieler wird jetzt denken, was sind das für Misses, Mann? Nein. Ho, hey, ha. Ich finde es wirklich jedes Mal lustig zu sehen, wie, sage ich mal, schlechtere Spieler, weil sie halt eben noch nicht so oft spielen, weil sie gerade angefangen haben, ist ja auch absolut gar kein Problem. Ich finde es trotzdem lustig, das immer zu sehen, wie die dann so alle so kreuz und quer da irgendwie rumfahren. Also wirklich komplett, ja, verwirrend, wie die da rumfahren und irgendwie versuchen, diesen Ball ins Tor zu befördern. Das ist halt so nice. Ja, ich denke, ihr werdet es wahrscheinlich auch lustig finden. Dann machen wir weiter. Falls ihr euch fragt, wieso ich und, so ein bisschen Digga, der könnte reingehen. Ja, nice. Hat ein Tor gemacht. Hab irgendwie ein Tor gemacht. Analysieren wir das doch mal. Da, lol, zack. Okay. Und er hat ihn reingemacht. Kollege, das meine ich halt. Digga, der wollte einfach nur den Ball spielen. Falls ihr euch fragt, wieso das und hat das Ding so dann bei sich reingehauen. Abläuft. Wir waren gestern Abend feiern und ich habe eine Stunde geschlafen oder so. Bin über den Ball gesprungen und kassiere das 2:1. Aber wir müssen uns ja gar nicht doll anstrengen. Wir konzentrieren uns jetzt einfach mal aufs Spiel. 2:1 ist aber noch machbar, vor allem in Ones, ne? Also Ones, da kann es auch einfach 5:0 stehen und man kann noch aufholen. Das ist schon wild. Darauf lassen dem Gegner da selbstverständlich gar keine Chance. Denn wir machen hier. Lol, den kann er reinmachen, ne? Tor. Oh, no, lol, okay. Reingegangen. Oh, ich fahre an der Decke. Ich bin an der Decke gefahren gerade. Ich glaube, jeder Dummkopf kann dieses Spiel besser spielen. Aber wir sind auf dem Weg zum Tor. Er labert auch so viel, wirklich so viel Müll, wenn er spielt, ne? Komm, Luca. Nein. Aber seht ihr, der Boost hatte, glaube ich, auch eine andere Farbe unten rechts, oder? Bin mir nicht sicher. Nee, obwohl das geblieben. Hey, ich war wieder an der Decke. 1:48 haben wir noch. Digga, er fährt immer an der Decke. Das kann doch nicht so schwer sein. Wenn er hier einen Ceiling Shot raushauen würde, das wäre zu krass. Komm, das ist die Chance. Die Chance. Wir sind vom Kasten. Wenn Lukas Ceiling Shot raushaut, Leute, verlose ich einen 100er-Euro-Schein, ja. Was soll das? Digga, was war das schon wieder für ein Deutsch? Kann der nicht einfach mal noch ein Tor machen? Alle ganz doll die Daumen drücken. Jetzt wird das Tor hier gemacht. Jetzt wird es nämlich gemacht. So, über ihn drüber. Jetzt, Luca, ab aufs Ding konzentrieren jetzt. Ja, nein! Yo. Warum denn? Den machst du nicht rein. Den mach ich rein. Komm, Luca, vielleicht kannst du hier wenigstens noch das Anschlusstor machen. Noch 30 Sekunden. Komm, jetzt. Spring hoch. An den Ball. Und jetzt hinterher. Komm, Luca. Das ist doch nicht so schwer. Du musst doch einfach nur rückwärts. Komm, irgendwie. Da. Jetzt ah, Digga, Tor. 20 komm, Sekunden. Luca, jetzt, zwei jetzt, Tore. Jetzt. Digga, das sehe ich kritisch an. Jetzt geht er rein. Oh, ja, okay. Ich glaube, er wird die Runde verlieren. Ich nehme mir einfach nur als Ansporn, ihn zu zerstören. Bam. You saw that, bitch. Ey, das ist auch krass, ne? Die zerstören gar nicht in der Elo. Ein Standardspiel spielen. Und zwar ist das dann 3 gegen 3. Was ist das denn? Nein, Chaos? Nein, Bruder, bitte nicht, bitte nicht Chaos. Hier spielen. Meine Karre sieht irgendwie nicht schön aus. Da hat mir das Ganze vorher eigentlich besser gefallen. Okay, die Map. Nein, er spielt nicht Chaos, bitte nicht. Die so eine Strecke in. Ach, so hat schon längst angefangen, aber klar. Ich bin Loot. Spielt er gerade Chaos? Alles klar, ich gehe ins Match rein und da spielt er unsicher, ob er jetzt Chaos spielt oder Standard, aber ich glaube, er spielt Standard. 0:3 hinten. Aber klar, Freunde. Hey, ich hol den Ball. Digga, wie kann man so viel Scheiße labern in einem Video? Ich hab ihn. Alles klar, hab den Ball. Glückwunsch. Wenn du denkst, Rocket League ist so einfach, fahr einfach rückwärts. Einfach rückwärts. Das ist ganz ja, einfach. Ja, okay, er spielt Standard. Ich dachte schon, er hat jetzt wirklich Chaos gesucht. Das wäre ja wirklich eine reinste Katastrophe. Denn wirklich, glaubt es mir, auf der Elo Chaos zu spielen, das wollt ihr nicht. Das ist so anstrengend. Wirklich, weil jeder fährt nur auf den Ball und will den Ball spielen. Digga, und dann alle hocken auf einem Haufen. Das ist einfach nur nervig. Das bockt nicht. Deswegen kann ich euch nicht empfehlen, auf der Elo Chaos zu spielen. Ich bin in der Slow-Mo. Ich fahre einfach durch. Wie nice, da bin ich. Die letzten 12 Sekunden, Freunde. Vielleicht habe ich die Chance, ein Tor zu machen. Vielleicht. Komm, 4:0 für die Gegner, aber ein Tor wäre wenigstens so das ehrenhafte Tor, der Ehrentreffer. Nein, nein, nicht ernsthaft. Jetzt los und erster Ballkontakt. Bitte kein Chaos, ihr werdet es jetzt sehen. Dieses Match, wir liegen hinten.
Das Match kann auch kacke werden. Ich mache jetzt ein Tor, das nehme ich mir jetzt einfach mal so vor. Bitte kein Chaos! Guckt euch das an, alle auf einem Haufen. Alle auf einem Haufen. Komm, Luca, der ist einfach mein Schuss. Mein Schuss, der geht rein. Oh, die haben ihn geklärt. Hey, ich hab den Ball berührt. Und ich bin rückwärts gefahren. Genau, das ist nämlich das Ding an der Elo mit Chaos. Oh, ich hab den Ball berührt, ich gehe wieder zum Ball. Meine Kommentarart, wieso schaut ihr meine Videos? Ich kommentiere wie so ein Fisch. Ihr wisst gar nicht, was passiert, wenn ich wütend bin. Ich mache nämlich jetzt... Nein! Wieso hat er denn auf der Linie geklärt? Der hat eigentlich in dem ganzen Video schon ein Tor hat er gemacht, aber hat er schon ein Tor selber gemacht? Ich glaube, der Gegner hat ja das Tor gemacht, oder? Mach ihn rein! Komm, Luca! Komm! Wieso denn nicht? Aua! Was ist denn hier los? Gerade waren einfach alle Autos kurz in der Luft. Da muss doch jetzt das Tor sein. Oh, ich habe irgendjemanden zerstört. Hey Freunde, ich war an der Decke. Wo fliege ich hin? Aber klar, kriegen wir halt noch das 2-0 rein. Also, aber klar. Sage ich aber klar zu oft. Das sage ich auch in anderen Videos immer so oft. Regt euch das irgendwie auf? Nee? Ja? Dann... Sega. Ja. Ich mache jetzt mal eben Tor. Leo 3 El, zu 0. Wenn ich dich irgendwann kriege. Ich will nicht stabil mehr spielen. Das macht keinen Spaß. Kann ich nicht Match verlassen. Ha. Boah, wie das Menü damals noch aussah, ne? Und das Ding ist, da seht ihr ja, herunterladbarer Inhalt. Das war damals eben der DLC-Button, glaube ich. Also ich habe ja auch damals schon gespielt, allerdings... noch nicht so gut und hatte noch nicht so viel Ahnung. Ich meine aber, das war damals der DLC-Button und da konnte man eben die DLCs für 2-3 Euro kaufen. Mittlerweile sind die so teuer geworden, ne? Aber Nissan Skyline kommt eventuell bald zurück. Schau dir gerne nochmal das Video an, falls du noch nicht gesehen hast. Wenn ja, euch auschecken. Hat. Und Lukas hier jetzt an der Stelle sowieso fertig mit Rocket League. Aber er hat auch mit Maus und Tastatur gespielt. Das ist natürlich auch nicht so vorteilhaft gewesen. Ja, Leute, an der Stelle würde ich sagen, lass jetzt mal einen Like auf dem Video da. Falls es dir gefallen hat, schreib mir mal gerne in die Kommentare, worauf ich noch reagieren soll. Vielleicht auf irgendeine Runde von einem anderen YouTuber. Einfach mal ein Like droppen. Dann mache ich das auf jeden Fall. Lass ein kostenloses Abo da. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Von euer Barry Pass. Ciao, ciao.